Herzlich willkommen bei Crafting Area. Hier ist die Angie. Ich möchte euch heute drei Sets aus den Produktsetlinien vorstellen, die bei Stamping Up ab dem 1. Juni ins Programm kommen und die ihr dann gerne bei mir bestellen könnt. Ich fange mal an mit dem Set Tierisch gut geschenkt. Das ist ein Verpackungsset, in dem man 8 Kissenschachteln in Hummelgelb 4 Stück oder in Abendblau 4 Stück gestalten kann. Hier ist eine Anleitung Schritt für Schritt dabei, das heißt, es ist auch für alle Anfänger wunderbar geeignet. Man braucht auch außer dem Setinhalt überhaupt nichts. Hier ist so ein Überblick, was alles mit drin ist. Es hat die Farben Babyblau, Hummelgelb, Savanne, Grüner Apfel, Magenta, Rot und Abendblau in dem Set. Und es fängt an, dass ein ganz tolles Sprüche-Set mit drin ist, wo mir auch ganz besonders dieses Chamäleon so gut gefallen hat hier. Die Vögelchen sind auch süß, ein Luftballon. Und die Sprüche, Hurra, toll gemacht, alles Liebe, du hast Geburtstag und zu deinem großen Tag, sind auch sehr vielseitig zu verwenden. Hier ist ein Stempelblock dabei, damit man auch direkt losstempeln kann. Das ist keiner von denen, die sonst im Programm sind. Er ist etwas schmaler, aber auch wunderbar geeignet. Dann kommen hier die Kissenschachteln selbst. 4 gelbe, 4 blaue. Sind aber doppelseitig bedruckt. Also ich glaube, es spricht auch nichts dagegen, dass man sie alle in einer Farbe macht, welche einem besser gefällt. So. Dann sind hier Kreis ausgestanzte Kreiselemente schon dabei, die man als Unterleger verwenden kann in Babyblau und in Magenta. Es ist ein Stamping Spot, ein kleines Stempelkissen dabei in Abendblau. Es sind Glue Dots dabei, Lackakzente in Apfelgrün und Magenta, Stamping Dimensionals und doppelseitiges Klebeband. Sind vorgestanzte Etikettenelemente dabei und natürlich diese süßen Tierchen. Und mehr braucht man nicht, um dieses tolle Projekt zum Beispiel mit Kindern auch zu basteln, weil das ist wirklich ganz einfach und man hat alles dabei. Das Set kostet 23 Euro. Wie gesagt, es ist ab dem 1. Juni im Programm. Ihr könnt es gerne in meiner Sammelbestellung am 2. Juni mitbestellen. Meldet euch einfach bei mir und genau, werdet kreativ. Das war das Set Tierisch gut geschenkt. Jetzt kommt das Set. Bei jedem Wetter. Das ist nun ein Kartenset, mit dem man neuen Karten gestalten kann. Hier ist ebenfalls eine Anleitung. Schritt für Schritt dabei, um die Karten vom Deckblatt nachzuarbeiten. Und hier kann man natürlich auch kreativ werden. Und wenn man weitere Elemente schon daheim hat oder weitere Accessoires, kann man die auch noch mit anbringen. Ist auch wieder aufgeführt, was enthalten ist. Hier sind die Farben Babyblau, Anthrazitgrau, Kalypso, Granit, Farngrün, Blütenrosa, Tannengrün und Safrangelb mit enthalten. Also in den Bebilderungen. Und als Stamping Spot, ein kleines Stempelkissen, bekommt man Anthrazit Grau. Auch wieder so einen Stempelblock. Vorgestanzte Etikettenelemente, die man auch von der Rückseite einfach in Weiß verwenden kann. Einen Leinenfaden in Farngrün und Weiß. So kleine Epoxidharz-Tröpfchen, Klebemittel, Dimensionals. Hier war der Faden drin. Das Stempelset zeige ich euch. Es sind hier verschiedene Wolkenformationen, Herzchen in drei Größen, Tröpfchen. Und die Sprüche sagen, nicht traurig sein, auf Regen folgt Sonnenschein. Der Regen lässt alles wachsen. Hallihallo. Egal was kommt, wir halten zusammen. Also, ich finde die Sprüche auch wieder ganz toll.
Die kann man ja nicht nur für dieses Set verwenden, sondern dann auch für alle weiteren Projekte, die man danach noch macht. Hier sind noch ein paar Glue Dots mit dabei. Umschläge mit verschiedenen Innenfarben. Die Grundkarten sind einfach weiße Karten, die schon vorgefalzt sind. Hier sind die Aufleger für die Karten dabei, die man dann eben, wenn man so eine Karte gefalzt hat, hier vorne mit drauf machen kann und dann eben weitergestalten. Das sind jetzt diese drei Motive, jeweils dreimal. Und dann geht es weiter mit den ausgestanzten Elementen hier. Jede Menge Gummistiefel in allen Variationen. Und das Häschen kommt daher, dass dieses Set mal als Osterset in den USA als Paper Pumpkin schon im Programm war. So, auch ein sehr schönes Set, auf das ich mich schon freue, damit anzufangen. Zu schreiben. So, als drittes Set im Bunde habe ich wieder ein Kartenset. Diesmal ist es eins ohne Stempelset und ohne Stempelblock und auch ohne Stamping Spot. Also ist kein Stempelkissen dabei. Das gab es schon mal in Deutschland, dieses Set. Es sind hier so Karten in Briefkastenform, das finde ich so nett, und die Briefumschläge in Luftpostoptik. Fand ich einfach sehr nett, und nachdem ich es letztes Mal mir nicht zugelegt habe, dachte ich mir, dieses Mal hole ich mir das Set. Warum braucht man hier kein Stempelset dabei? Die Sprüche sind einfach schon hier vorgedruckt. Diese Elemente sind selbstklebend, also es ist auch kein Klebemittel im Set, braucht man alles nicht. Das ist wirklich alles nur noch zum Zusammenfügen. Hier sind die Umschläge. Es werden diesmal, also es sind 8 Karten. Hier zeige ich euch die Karten mal in den 2 verschiedenen Farben. Alles so auf Antik gebürstet. Hier ist auch schon das Klebemittel, was man braucht, ist hier schon mit drauf. Das doppelseitige Klebeband muss man später nur noch abmachen. Und kann man 8 solche Briefkastenkarten gestalten. Man kann nachher auch tatsächlich noch eine Briefmarke draufkleben. Falsch rum. Und um hier diese Ecken auch noch antik zu machen, kann man die hier in die mit diesen Goldelementen da einkleben. Und dann kann man hier sein eigentliches Grußkärtchen so einstecken. Und das fand ich einfach eine süße Lösung. Es sind 2 verschiedene Einstecker dabei, die man nach Belieben dann kombinieren kann, wie es einem besser gefällt. So, das war dieses Set. Das ist etwas günstiger als die beiden anderen, weil ja kein Stempelblock und keine Klebemittel etc. drin sind. Das kostet nur 14 Euro. Gibt es auch jetzt ab dem 1. Juni, solange Vorrat reicht. Hier ist nochmal die Übersicht, was enthalten ist. Hier sind die Farben leuchtendes Pink, Currygelb, Espresso, Waldmoos, Orange, Aquamarin und Lindgrün mit drin. Wenn ich euch jetzt Lust gemacht habe auf das Basteln mit diesen Sets, dann schließt euch meiner Sammelbestellung am 2. Juni gerne an. Schickt mir eure Bestellungen zu und vergesst bitte nicht, dass am 1. Juni nicht nur diese Produktsets ins Programm kommen, sondern dass auch der Ausverkauf vom Mini-Katalog startet. Das sind viele Produkte mit bis zu 50% Rabatt.
dann erhältlich, aber das kann sehr, sehr schnell gehen, dass die guten Sachen mit den großen Rabatten schnell vergriffen sind. Das heißt, wer nicht bis zum 2. Juni warten möchte auf meine Sammelbestellung, der kann natürlich gerne im Online-Shop einfach selbst bestellen und mich als Demonstrator dort mit angeben. Ich würde mich sehr freuen, bald wieder von euch zu hören. Wenn ihr mal was gebastelt habt mit den Sets zum Beispiel, dann schickt doch mal ein Foto rum von euren Karten oder euren Geschenkschachteln. Würde mich auch sehr freuen. Mehr zu den Produktsets findet ihr auf meinem Blog, auf meiner Homepage www.craftingarea.de. Da könnt ihr euch nochmal die restlichen Sets anschauen, die ich mir jetzt nicht bestellt habe, aber die auch alle sehr schön sind. Also bleibt kreativ, schönes Wochenende und bis bald. Tschüss!